So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich war heute mal in der Norma. Wart ihr auch schon mal in der Norma? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin eigentlich nie in der Norma. Keine Ahnung, das ist so weit abgelegen hier in der Stadt. Da treiben mich keine 10 Pferde hin. Aber meine Mutter hat gesehen, da gab es Klodeckel, also Klositze. Und die hat gesagt, dein Klositz, ja, der ist noch aus dem Krieg. Da blättert schon das Zeug ab. Da setze ich mich nicht mehr drauf. Wir gehen mal in die Norma, da gibt es schöne Klositze, die fahren automatisch runter. Da denkst du, du bist im Space Shuttle. Such dir eins aus. Jetzt konnte ich mich entscheiden zwischen zwei dunkleren Designs, zwei helleren Designs. Ich wollte natürlich das schön mit dem Strand, mit dem Meer, mit der blöden Muschel, also mit dem Seestern. Richtig Allmann-mäßig, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich habe dann in der Norma aber gesehen, da gibt es noch was Besseres, denn in Norma gibt's Speedstar. Und das habe ich gleich eingepackt. Ihr habt nämlich hier einmal Speedstar Ultra Power in der fetten großen Dose. Und neben Ultra Power das Weiße. Das Weiße ist natürlich Speedstar Zero Sugar. Deswegen steht hier auch Ultra Zero statt Ultra Power. Und dann dachte ich, die zwei sind schon fett genug zum Testen für Ramses Kitchen. Aber ich habe an der Kasse gesehen, da haben sie plötzlich noch gehabt, neu Super Sours. Das ist nichts anderes als Monster und Rockstar wahrscheinlich, aber trotzdem. Speedstar Super Sours Apple. Apfel eigentlich immer meine Lieblingsmarke, Lieblingsgeschmack, wie gesagt. Bubble Tea, Apple, immer gegönnt. Dann Super Sours Cherry. Das ist bestimmt der ekligste, obwohl das ist dasselbe wie saure Kirsche und saurer Apfel an sich. Mag ich beides nicht, wenn es um Alkohol geht, aber das ist Energy. Und dann haben wir natürlich noch Super Sours Berry. Die wollen wir jetzt alle mal probieren. Deswegen habe ich die hier so aufgestellt, dass wir hier die Jansen... Moment. Wir haben jetzt hier die... Zeige euch das mal. Das steht jetzt hier so da, die Super Sours Collection und die andere Speedstar Collection. Also irgendwie ist das total, ich weiß nicht. Fürs Thumbnail müsste man das eigentlich alles mit einmal in die Hand nehmen und müsste das irgendwie so in die Kamera halten und dann sagen, Super Sour Speedstar irgendwas und komisch gucken. Es fällt aber eh gleich alles runter. Und ich habe mir natürlich wieder mein auf die dicken Glas gegönnt, weil ich mir am Ende wieder einen Cocktail daraus zubereiten möchte. Wir probieren jetzt erstmal das ganz normale Weiße Zero. Booster Zero finde ich übelst genial. Alle anderen Zero-Sachen von Getränken finde ich eigentlich immer total komisch. Wir gucken mal, was das Speedstar kann. Riecht eigentlich recht fruchtig. Schmeckt irgendwie anders als alle Zero Energy Drinks, die ich bisher hatte. Ist ein bisschen so richtig wie Traubenzucker, aber gleichzeitig brennt es auch irgendwie auf der Zunge. Keine Ahnung, was damit los ist. Ist aber, glaube ich, so ein Geschmack. Ich merke es jetzt schon, wenn ich die ganze Dose mit einmal trinke, habe ich solche Magenkrämpfe, solche Bauchschmerzen, das muss nicht sein. Jetzt haben wir hier Speedstar, ganz normal, Ultra Energy. Der riecht zum Beispiel nicht so extrem fruchtig, der riecht aber eher wie normaler Energy-Geschmack, den ich sonst kenne, wenn ich Energy mal trinke, was ich eigentlich sehr selten mache. Dürfte insgesamt also besser sein als der Zero da, glaube ich, weil irgendwie der bitzelt mir total auf der Zunge. Ja, das ist auf jeden Fall dann eher ein Geschmack, den man kennt, der ganz normal wirkt. Auch wenn sie jetzt schon wieder alles zusammenklebt im Magen, habe ich hier nicht dieses Bitzeln auf der Zunge wie beim Zero. Beim Zero denkst du immer, es fehlt irgendwas und das Fehlende wird ersetzt durch Säure, damit du keinen Zucker hast, brennen sie dir lieber die Zunge weg. Total komisch, totaler Quatsch irgendwie gefühlt. Finde ich auf jeden Fall den normalen besser als den Zero, was ich bei Booster eben nicht habe. Da finde ich normal ist okay und Zero ist auch okay. So schmeckt sogar ein bisschen besser und vor allem brennt er nicht und bitzelt nicht. Also keine Ahnung, was da wieder abgeht.
Jetzt kommen wir mal zum Berry. Da bin ich mal gespannt, wenn die sauer sind. Ich muss mir den ein bisschen beeilen. Ich sehe, der Akku ist gleich schon wieder leer von der Kamera. Berry, okay. Riecht bärig, aber auch nicht zu süß. Also entweder habe ich mir vorhin irgendwo die Zunge verbrannt oder sonst was. Es bitzelt einfach alles auf der Zunge und tut irgendwie weh. Trotzdem, du merkst eine saure Note, die durchkommt. Du merkst aber auch eine eher fruchtig, stabile Note, die nicht zu aufdringlich ist. Also ich habe es mir eigentlich ein bisschen saurer vorgestellt. Da steht ja im Prinzip super sauer. Finde ich irgendwie aber angenehmer sogar als die zwei anderen. Also ich glaube, super sauer Berry, bis jetzt der beste. Kann man nichts sagen. Ist auch nicht so aufdringlich vom Geschmack. Gefällt mir also eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir noch super sauers Kirsche, also Sherry. Kirsche, weiß ich nicht. Kann ich meistens gar nichts mit anfangen. Mal gucken, was es jetzt hier als Getränk kann. Und ich sehe schon den Schaum überall. Ah. Das einzig Gute ist, obwohl das super sauer steht, merke ich da eigentlich gar nicht wirklich was von sauer, aber irgendwie schmeckt die Kirsche total pappig. Total wie aus dem, als würdest du einen Karton rot anmalen und dann essen. Weil jemand sagt, das ist eine Kirsche, weil es rot ist. Aber gleich nochmal hinterher kippen, genau. Weiß ich nicht. Hat einen total komischen Geschmack. Klar, es erinnert irgendwas an Kirsche, aber nicht an richtig leckere Kirsche. Kirschen, die können ja richtig gut schmecken. Die können schön fruchtig sein. Das ist so künstlich, das ist so pappig. Also hier Kirsche, nein danke, geh mal weg. Berry bis jetzt immer noch beste. Und ich hoffe, weil da steht ja auch neu drauf, dass der jetzt alles übertrifft, weil das eben super sauer Apple ist, der darf nicht enttäuschen. Oh, der riecht schon richtig grün, ja. Wie ein schöner, grüner, saftiger Apfel, die eh ein bisschen sauer sind. Die müssen den gar nicht sauer machen und eine Sorte bringen, weil Äpfel an sich eh meistens schon etwas sauer sind und man das gewohnt ist. Oh. Ganz klar für mich, beste Sorte Apfel. Kann ich nichts sagen. Apfel hat gewonnen, für mich ganz eindeutig. Apfel sowieso immer beste. Und jetzt ist die Kamera schon im roten Bereich. Deshalb möchte ich ganz kurz mir noch einen Drink zusammenmixen für das Ende. Ihr seht hier wirklich eine grünliche Färbung. Ja? Da müsste das hier schön rötlich sein eigentlich, wenn wir das einfüllen. Ja, das ist schön rot. Das müsste dann also ein bisschen lila sein durch die Beeren. Ja, funktioniert auch wunderbar. Und die anderen zwei, normaler Energy, wisst ihr ja, ist ja eher immer so pissefarben, durchsichtig. Wie richtig schöner Strahl am Morgen. Und Zero dürfte trotzdem so aussehen wie das davor. Obwohl, nee, der ist ja komplett weiß. Der sieht original aus wie Spülmittel. Jetzt weiß ich, wieso der so brennt. Weil ich jetzt so viel Schaum im Mund habe, habt ihr hier schon wieder eine schöne Rosé-Färbung, schöner Rosenduft, ne? Wenn die Rose durch die Süßigkeitenfabrik gezogen wurde. Riecht auf jeden Fall interessant, vielleicht alle Sorten zusammen. Ist das Beste, was ihr machen könnt. Kennt ihr auch die Speedster-Sorten aus dem Norma? Schreibt's mal rein, oder was ist euer Lieblings-Energy-Drink? Welche Sorte? Bei mir persönlich immer noch Booster. Booster, meine Lieblingssorte. Also mein Lieblingshersteller. Booster Zero. Booster Cola ging auch mal. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.
Man, wie Badland Chucks. Ja, das ist mein großes Vorbild. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich finde sogar, das insgesamt hat jetzt am besten geschmeckt. Keine Ahnung. Das Saure war nicht sauer. Das Pappige war nicht pappig. Das Brennende hat nicht gebrannt. Das Energy war nicht süß. Hat einfach wie ein Saft geschmeckt auf einmal. Saft mit Kohlensäure. Also im Prinzip wie Scholle. Das war es jetzt aber wirklich. Peace out, four out, euer Ramses.